Große Freude in Güstrow. Am Sonnabend empfing die Pfarrkirchengemeinde drei neue Kirchenglocken. Ein weiterer Zwischenschritt auf dem Weg zur Heilung alter Wunden. Wir haben uns ja nicht so leicht gehabt, dass wir sagten, unser Geläut, was wir auf dem Turm hören, ist ein schönes vom Klang her. Aber wenn man uns sagt, diese Glocken sind verschlissen nach 70 Jahren, es sind Eisengussglocken, die nach dem Krieg angeschafft wurden. Es ist wohl viel Kriegsschrott verwandt worden und jetzt sind sie halt abgängig. Und wir haben uns dann vor anderthalb Jahren entschieden, wir schaffen neue Glocken an. Bevor die neuen Glocken aber ihren Bestimmungsort erreichten, legten sie kurz vor dem Ziel noch einen Zwischenstopp ein. Auf dem Güstrower Friedhofsgelände wurden die Glocken für ihre feierliche Ankunft auf dem Markt geschmückt und noch einmal gut verzurrt. Letzte Vorbereitungen auch vor der Pfarrkirche. Der Posaunenchor bezog Stellung und immer mehr Neugierige sammelten sich, um dieses seltene Ereignis mitzuerleben. Punkt 11 Uhr rollte der LKW mit den Glocken, begleitet von der Polizei, an. Das neue Geläut der Pfarrkirche besteht aus drei unterschiedlich großen Glocken, einer Marienglocke, einer Sonntagsglocke und der größten, der Friedensglocke. Sie alleine wiegt bereits 3,2 Tonnen. Die Ankunft ist ein besonderer Moment für alle Beteiligten. Ja, sehr bewegend. Das Herz ist erfreut. Ich weiß, was da für Arbeit dahinter war, aber vom Grunde große Freude und große Dankbarkeit, dass das so geworden ist. Da staunt auch die Polizei, denn so etwas gibt es nicht alle Tage. Dementsprechend viele Fotos wurden auch gemacht. Sind die Glocken erst einmal in der Kirche, werden sie diese so schnell auch nicht mehr verlassen. Wir haben eine Bronzeglocke auf dem Turm, die ist von 1425. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass diese Glocken dann auch Jahrhunderte ihren Dienst tun können. Bevor sie dies können, mussten sie jedoch erst vom LKW runter. Ein heikler Moment. Ein Fehler und Glocken als auch Menschen hätten Schaden erleiden können. Höchste Konzentration. Bevor die Glocken ins Innere gebracht wurden, wurde jeder einzelne einmal angeschlagen. Spannend wurde es bei der großen Friedensglocke. Passt sie durch die Tür? Noch einmal Maß nehmen. Die Finanzierung des neuen Geläuts erfolgte auf ganz unterschiedliche Wege. Jemand ist gestorben und hat uns als Kirchgemeinde eine Erbschaft hinterlassen. Das ist einmal eine Glocke. Dann haben wir vor Jahren schon einen Glockenfonds gebildet, wo Überschüsse oder andere Dinge dann hineingegangen sind. Das war die zweite Glocke und die dritte Glocke. Da hat der Kirchengemeinderat gesagt, da haben wir ein Jahr Zeit, 50.000 Euro sind noch aufzubringen. Und wir haben jetzt also 39.000 Euro sind aufgebracht worden. 11.000 Euro wollen wir noch aufbringen, aber ich denke, auch das schaffen wir. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Lade natürlich immer wieder auch ein. Leute, helft mit. Große und kleine Spenden sind willkommen und sie kommen. Das denke ich, aber einladen möchte ich dazu immer noch gerne. Nachdem auch die letzte Glocke das Kircheninnere erreichte, wurde Andacht gehalten. Ja, ein großer Tag für uns als Gemeinde. Es berührt das Herz, wenn wir denken, hier wird auch eine Wunde geschlossen, die der Krieg 1942 geschlagen hat. Die nächsten Wochen bleiben die Glocken jedoch noch auf dem Boden. Sie werden jetzt 6 Wochen hier unten im Turm, im Turmraum stehen, damit die Menschen in Güstrow sie sehen können, sich noch mal freuen können.
Denn dann werden sie auf den Turm gebracht, sollen Pfingsten, das ist also im Mai, Mitte Mai, sollen sie dann den Konfirmationsgottesdienst einläuten. Und dann sind sie in der Glockenstube. Sie sind sozusagen auch unter Verschluss, weil wir auch nicht wollen, dass jemand zu Schaden kommt. Unser Turm ist besteigbar. Und deshalb sind sie sozusagen abgesperrt. Und deshalb hier jetzt kann man sie sehen, kann man sie bewundern, kann man sie anfassen, streicheln. Es ist ein sinnliches Erleben, wenn man diese Glocken anfasst und die Buchstaben nachzeichnet. Und einfach so nahe kommen sie so schnell nicht wieder an diese Glocken. Deshalb auch hier herzliche Einladung. Kommt nach Güstrow, guckt euch die Glocken an.